Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X2 mit mir, dem Shartox. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal hier in das Reisebedarf-Ding rein und schauen mal, was dort abgeht. I'm sorry, but you won't be able to go Chocobo riding. I see. Sorry to bother you. Ha, wer war das? Aber vorher erstmal hier PR-Duell. Und wir geben 2, jetzt oder nie, Silberling. Es scheint sehr interessiert zu sein. Okay, und du? Du willst 3. Scheint sehr interessiert zu sein. Gut. Willkommen. Was hast du denn so gerade auf Lager? Wobei, ich muss zugeben, es ist mir eigentlich egal, was du auf Lager hast. Eigentlich will ich nichts von dir. Deswegen gehen wir erstmal hier zurück. So, erstmal schauen, wer dieses mysteriöse Mädchen ist. Klar, ich glaube, du bist. You can't be Callie? That's right. You really do remember me. Remember Callie? We met her 2 years ago on the Mihen High Road. The little girl that was so looking forward to the calm. What are you doing here? I came to ride a chocobo. I've wanted to ride one for as long as I can remember. You don't see too many chocobos these days. Everybody rides hovers. Yeah. On top of that, I hear there's a chocobo hunting fiend prowling around. This isn't a very good place for poor little chocobos anymore. Maybe they're gone for good. Soll der Chocobo Hugh Kelly zuliebe eingefangen werden? Na klar. Hugh Kelly ist hier gerade so wie so ein Rockstar. Hätte sie eine Gitarre in der Hand, dann würde sie gehen. Chocobo! Der Chocobo soll Hugh Kelly zuliebe eingefangen werden. Richte dich nach Ricos Anweisungen und jage den Chocobo. Ziel, Einfangen des Chocobos. Renn Rico hinterher. Er ist da lang. Okay, jetzt beginnt diese schöne Sidequest hier, die ich noch nie gemacht habe. Super. Dann wollen wir mal. Ab nach unten. Folge Rico auf den Schritt. Und wenn du nebenbei die Chocobo-Federn aufhebst, ja, dann können wir uns noch Chocobo down links und rechts abholen. Soweit weiß ich das schon mal. So, hier Chocobo Downer. Da eine Chocobo Downer. Hier eine Chocobo Downer. Er ist dort. Ah, Rico's Vorschlag morgen. Sicher. Ich weiß zwar selbst, dass er da nicht ist, aber naja. Kriegen wir zumindest Chocobo Federn. Leider ist der Chocobo entkommen. Wollen Sie die Chocobo Jagd von neu beginnen? Aber sicher doch. Leider muss man das so machen. Ich glaube, jetzt verzichte ich einfach weiterhin darauf, einfach mal Chocobo Downer zu sammeln. Die sind sowieso mir eigentlich relativ egal. So, dann wollen wir mal. Ich kann trotzdem einfach nebenbei trotzdem die Federn einsammeln. Ist egal. Man muss nur darauf achten, dass man nah genug bei Rico bleibt. Ich glaube nicht. Deswegen einfach weitergehen. Hui, eine Feder. Oh, das ist noch eine Feder. Noch eine Feder. Und noch eine Feder, die will ich haben. Komm, gib sie mir. Er ist da lang. Nein, der ist wirklich nicht da lang gegangen. Und da ist er auch nicht. Deswegen gehen wir einfach mal in den nächsten Screen. Item Chocobo Feder erhalten. Wow. There it is. What did I tell ya?
I've got this end. And that leaves me to catch it. Okay, als Yuna müssen wir jetzt den Chocobo fahren. What? Oh, da ist er ja. Wohin mit deinem Leben? Bleib doch hier. Bist du hier? Ah, ne, da ist er. Gut. Versperre dem Chocobo den Weg. Er versucht, rechts oder links durch die Mitte abzuhauen. Mach ihn müde, damit du ihn einfangen kannst. Ach, habe ich ihn? Wunderbar. Dann gucken wir mal. Ach, habe ich ihn wieder. Oh, das geht ja eigentlich ganz einfach. Dan, 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 down. Jetzt wieder einfach zurück, oder was? Was ist das? Jetzt schätze ich mal Mitte. Nein, er ist mir entkommen. Ach, verdammt. Naja, keine Ahnung. Dann laufe ich einfach mal ganz hin und her, whatever. Ich tippe einfach mal geradeaus. Nein! Ach Mann, schon wieder entkommen. Naja, zweimal konnten wir ihn bisher packen. Die Konzentration des Chocobos hat nachgelassen. Er kann seine Laufrichtung nicht mehr vortäuschen. Boom. Dreimal geschafft. Jetzt einfach mal zurückgehen. Okay. Viermal geschafft. Okay. Dann wieder zurück. Okay, er ist nach links, denke ich mal. Fünfmal geschafft. So, Chocobo, was sagst du jetzt? Ach, der geht wieder nach links. Nice. Sechsmal haben wir ihn also. Maybe it's just me, but this is starting to chap my hide. Come back here, bird brain. Wo ist der Chocobo hin? Vielleicht findet Riku ihn, wenn man sich verdächtigen Stellen nähert. Verdächtigen Stellen? Was meinst du damit? Das heißt, ich muss einfach nur Riku hinterherlaufen, oder? Beilung. I try. Wohin muss ich jetzt? Wie muss ich das jetzt anstellen? Von der anderen Richtung kommen oder von der jetzt? Huh? It's gone. For such scrawny legs, it sure can run. Okay, da ist er also. Dann gehe ich einfach mal da lang. Ich gehe einfach mal dahin. Was soll ich sonst machen? Chocobo! Hä? Wo denn jetzt? Was denn jetzt? Wie denn jetzt? Der Chocobo ist ziemlich erschöpft. Noch ein wenig mehr und er kann gefangen werden. Halte durch. Jetzt habe ich gehört, man muss hier links den Piloten anreden. Dann soll das ziemlich einfach sein. Und nein, du bist kein Chocobo. Du Riesenviech da oben. Feurer und beten und... Ach, geil. Feurer. Bam. Du bist gefeuert. Show me your moves. Feuer. Oh, hast du keinen Bock mehr? Armes Teil. Oh. Put, 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 put.
Da bin ich jetzt aber irgendwie eiskalt bei dem. Tut mir leid. Ja, klappt das jetzt? Wenn Sie den Luftmobilverleiher ansprechen, müssen Sie die Chocobo-Jagd neu beginnen. What? Trotzdem ansprechen? Nein. Ich bin verwirrt. There's got to be a better way than this. Well, we won't get anywhere running after him. We need to think of something else. Ja, wir müssen an irgendwas anderes denken oder irgendwas uns überlegen. Und ja, sorry, ich musste gerade eben kurz cutten. Das haben wir wahrscheinlich schon gemerkt, aber egal. War das nicht eben ein Chocobo? Schon lange keinen mehr hier gesehen. Das sieht nach einer schweren Geburt aus. Soll ich helfen? Ja, bitte. Verstanden, verlasst euch auf mich. Good. Hey, your friend's in hot water. What? Hey, Kelly? Was ist denn los? Oh, 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 Herr Kelly scheint wirklich Probleme zu haben. Ah, das ist schlecht. Da müssen wir wohl nachhelfen. Und hoffentlich gelingt uns das. Auf geht's, oh ja, auf geht's wirklich. Dann lass uns mal H. Kelly retten. Das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Hoffe ich zumindest. Dank Clasco haben wir sogar eine Minute länger Zeit als üblich. Zumindest habe ich das gelesen. Ich frage mich, wie soll man das denn schaffen in eineinhalb Minuten? Das ist doch bestimmt dann richtig krank, oder nicht? Ich meine, eine halbe Minute ist jetzt schon um. Wir hätten also jetzt noch eine ganze Minute übrig. Und Camp bekommt trotzdem nebenbei. Hooray. Also okay, wer will jetzt eigentlich Schläge haben, ne? Ihr einfach, okay. Beten. Wo Rauch ist. Feuerer. So, ich mache jetzt einfach mal gar nichts. Das werden die auch so schon schaffen. Richtig, genau so ist es. Badang, 60 XP-Punkte und das war's. Weiter geht's. Moment, da. Da müssen wir lang. Ja, wobei, wenn ich jetzt gerade so die Zeit betrachte, ja. Jetzt gleich haben wir nur noch 35 Sekunden Zeit. Und wenn man das eigentlich jetzt genau betrachtet, haben wir jetzt noch eine halbe Minute Zeit, dahin zu rennen. Das scheint ja doch irgendwie
im möglichen Bereich zu liegen. Okay, den sollten wir natürlich jetzt nicht ansprechen oder so. Oder uns gar um ihn kümmern oder whatever. Einfach lieber dran vorbei latschen. Boah, das ist wieder echt knapp. Ich habe jetzt genau 10 Sekunden noch übrig. Ach, und wir sind schon da. Okay, das ist also wirklich möglich. Ist gar nicht mal so schwer. Einfach nur latschen ohne Ende. You guys take it from here. Let's clean up. Räumen wir auf. Dann wollen wir mal. Chocobo-Fresser. Dass ich nicht lache. Ich bete lieber eine Runde. Und mach Protest auf alle. So. Was willst du jetzt? Jetzt du haben keine Chance mehr gegen mich. Und du mögen irgendwie Feuerer. Kann das sein? Du bekommst gut Damage dadurch. Ich glaube nicht mehr, dass er viele Runden aushält. Das war's schon. Ja, dachte ich mir auch, Ben. She looks happy. Whatever works for her. Mission abgeschlossen. Zack, Level Up bekommen und die Kostümpalette Lunaris-Schutz. Das sieht gut aus, muss ich sagen. Das sieht wirklich gut aus. So. Was gibt es? Ich bin fertig vom vielen Herumlaufen. Momentchen mal, müssen wir nicht trotzdem wieder zur Mienstraße? Müssen wir da nicht erstmal ins Reisebedarf reingehen? Mission abgeschlossen, das ist mir schon klar, aber dennoch. So, hier wären wir dann wieder und wir können jetzt erstmal zu Glasgow und H. Kelly gehen. Könnte ich vielleicht mit A. Kelly zusammen auf euer Schiff mitnehmen? Ach, ich stehe in eurer Schuld, Lady Yuna. A. Kelly, der Chocobo und Glasgow sind in das Flugschiff gestiegen. Nice one. Gut, das hätten wir schon mal soweit geklärt. So, und jetzt? Jetzt gute Frage, was machen wir jetzt? Jetzt gehe ich erstmal wieder auf mein Flugschiff. Hui, hier wären wir dann. So, was ist noch zu sagen? H. Kelly, die Chuck... warte mal. H. Kelly, die Chuck-Bunterin. Kommt doch irgendwie cool, oder? Ja, so ein bisschen. You know everything. Super-Sphero-Sammlung. Mal gucken, was haben wir denn da eigentlich alles drin? Aha, so viele Sachen, okay. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen als nächstes einfach mal zum Fungus, was? Und gucken einfach mal ganz kurz, was dort abgeht. So, schöne Ebene, da haben wir eine neue Mission, das ist aber wegen Glasgow. Glasgow ist total unruhig. Sollen wir ihn von Bord des Flugschiffes lassen? Nein, noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier zum Fungus, was? Landen. So. Hier wären wir dann. Und von hier aus gehen wir einfach mal, glaube ich, zum Hauptsitz. Zumindest müssen wir da, glaube ich, dahin. Willst du eigentlich mit mir reden? Wir haben die Apparate mitgebracht, die in Bevel nicht mehr gebraucht werden. Aber die von der Liga lehnen sie komischerweise ab. Nur weil sie etwas mit Yevon zu tun haben? Hm. Don't know, man. Hey,
Hey, it's the Goblins. Well, I'll be. So you really are gonna join the Youth League. Lady Yuna, thank you. For what? Surely this is the day that you will honor us by joining the Youth League? What an occasion! Oh, I have long dreamed that this day would come. Sir! Well, actually, that's not why we're here. Don't worry! The Youth League will give the Gullwings a grand welcome. Please proceed to headquarters immediately. If you'll excuse me, I have duties to attend to. Okay, die wollen uns nicht mal ausreden lassen, beziehungsweise Jabel will uns nicht mal ausreden lassen. Super Sache. Gut. Seid gegrüßt, Genossinnen des Möwenpacks. Wir, die Liga-Patrouille, werden euch Schutz gewähren. Bitte bleibt dicht hinter uns. Wir werden die Monster erledigen. Gehen wir. Okay. Whatever. Gut, wir machen ab diesem Punkt aber erstmal einen kleinen Schnitt, Leute. Und ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal.